Hallo, Servus und moin, moin, liebe Leute. Wir sind zurück im Crime Scene Cleaner hier und versuchen die Spuren Ambers desaströser Party so ein klein bisschen wieder wegzukriegen. Also die Flasche stellen wir mal hier hin, dann könnten wir den bestimmt auch wieder richtig stellen. Denn hier im Außenbereich müssen wir, so wie es aussieht, nur noch Möbel wieder an die vorgesehenen Stelle packen und ja, sieht gut aus. Normalerweise sind diese Zigarettenkippen ja eigentlich auch immer hier so. Kennt ihr das auch? Hier, da Pizzareste, da gehören logischerweise auch Zigarettenkippen hin. Okay, so, wir schauen mal. Wir hatten hier den Bereich auf jeden Fall fertig. Da fehlt noch ein... den müssen wir noch mal richtig stellen. So, dann haben wir den Bereich. Dann fehlen uns aber immer noch 9 Möbelstücke, die wir hier in dem Bereich wieder an ihren vorgesehenen Platz stellen müssen. So, wir probieren das mal. Dann geht es weiter ans Aufräumen. Und nicht zu vergessen, so, da fehlen noch jede... Oh, Bierfässer. So, ich glaube, die müssen wir wirklich... Ja, gucken, wo sie die überall verteilt haben. Denn das sind ja nun so ein paar... So ein paar... So, so, da haben wir noch ein Bierfass. Ups. Ups. Warte mal, was haben wir denn? One's never too old to have fun, huh? So, da können wir wieder Wasser reinmachen. Sehr cool. Dann haben wir das erledigt. Aber, so wie es aussieht, habe ich gerade die Aufgabe versaut, hier die Sachen wieder hinzustellen. Denn scheinbar ist eins der Fässer, der Bierfässer, Bobom, auf dem Dach gelandet. Und, genau. So, 3 fehlen uns nämlich noch. 3 Bierfässer, die uns noch fehlen. Hier haben wir 1. Autsch. So, das nach hier. Ist alles cool. Hier fehlen noch 2 Stühle. Nun, dann werden wir hier auf jeden Fall die 100% nicht vollkriegen, wenn wir nicht irgendwie aufs Dach kommen. Ich habe nicht gedacht, dass der so hoch wirft. Als Weltmeister im Fässerweitwurf. Da passen wir, legen wir den mal wieder hier hin. Den nehmen wir mit. The Getaway Murder. Passend. Wie passend? So, 2 Fässer fehlen, von dem ich zumindest bei einem weiß, wo es ist. Kein weiteres Fass hier. Ein weiteres Fass hier. Uns fehlt ein Fass.
bedeutet, den Stuhl brauchen wir hier. Die haben hier aber auch gut umgeräumt, ne? Bin mir gerade nicht sicher, ob wir hier schon drin geschaut haben. Da probieren wir es halt lieber noch ein zweites Mal. Da steht alles schicki. Dem mal zu. Mit dem mal zu. Hier ist auch nichts mehr. Die Musik lassen wir aus. Aber wo haben die denn, wo sind die denn mit den Möbeln hin, sag mal? Das glaube ich ja alles nicht. Oh, da oben. Schaut mal. Siehste? Da waren wir nämlich bei 96% hier drin. Eigentlich dachte ich, dass unser Oszillator... Okay, coole Sache. 100%. So, hier fehlt uns noch ein Möbelstück, nämlich da der komische Stuhl. Wo der sein mag. Also hier nicht. Hier auch nicht. Also ich habe hier nirgendwo mehr einen Stuhl gesehen, oder? Ihr Leute? Und wo sind die Geheimnisse hier? Wo sind die ganzen Geheimnisse? Okay, dann warten wir erstmal. Lassen den hier nochmal so weit stehen. Der taucht bestimmt noch auf. Was mit dem Bierfass allerdings scheinbar nicht passieren wird. So. Hier können wir. Ist aber nichts. Wie sieht es hier mit Müll aus? Eigentlich auch soweit okay. Um die Kippen brauchen wir uns nicht zu kümmern. Heißt, dass der Bereich zumindest sauber ist. Aber hier fehlt uns halt noch. Zum einen... Oh, Moment. Wo kommst du denn hin? Ah, hier. Okay. So, da haben wir das. Die sind aber auch wirklich überall ganz gut verteilt. Wie, wo finden wir das letzte Bierfass? Oh, da hinten. Das ist das letzte Erreichbare für uns. So, da hat's die gute Amber auf jeden Fall übertrieben. Boing. Und jetzt mal gucken. Ich sehe es nicht, Leute. Da oben scheint aber auch kein Bierfass mehr zu sein.
Wo ist das letzte Bierfass abgeblieben? Ich hab's doch nur hier hochgeworfen. Ich hab's doch nur hier hochgeworfen. Mann. So viel dazu. Jede Menge Gummispielzeug hier, sag mal. Und nochmal Quietscherentchen. Yep. So. Wo ist das Fass? Zurückgerollt ist es nicht. Ja, wir haben ein Problem. Wir werden auf jeden Fall die 100% hier nicht erreichen können. So, gucken wir noch mal, was denn sonst noch fehlt. So, hier 70% bei den Hütten mit dem Blut. So, wir haben ja zum Beispiel hier das Problem, dass wir oben nicht hinkommen, ne? Da müssen wir uns ja auf jeden Fall noch was überlegen. Denn da oben sieht es ja ganz schön sauig aus. Mit der Trittleiter werden wir wahrscheinlich auch nicht hoch genug kommen, oder? Hm, höchstwahrscheinlich eher nicht. Kommen wir niemals hoch genug, Leute. Niemals nicht. So, Müll. Hier gibt es noch Müll. Der wird wahrscheinlich aber auch oben sein. Die ganzen Klamotten hier können wir nicht aufheben, ist ein Problem. Da oben ist ein offenes Fenster. Ein offenes Fenster. Hier kommen wir nicht mal hoch. Hier abstellen auch nicht, so wie das aussieht. Ne, wir haben hier ein Problem, Leute. Wir haben hier ein Problem. Packen uns die erstmal zur Seite. Wenn wir hier eine Kiste kriegen finden würden, ne? Wenn ich hier eine Kiste finden würde. Eine große, auf die wir hüpfen können. Und da dann... Wollen wir das mal, aber die sind offen. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, oder? Die können wir nicht nehmen, oder? Nee, das funktioniert mit E nicht. Egal. Wir müssen mal testen, ob wir hier irgendwas bauen können, womit wir hoch genug kommen, um den oberen Bereich dann auch sauber machen zu können.
jetzt die Leiter drauf? Nee, nee. Nee, nee. So eine wackelige Konstruktion hier. Okay, Moment, Moment, Leute. Reicht noch nicht ganz, aber ich glaube, so, du kannst nach hier, wenn wir hier noch mal ein bisschen höher, wenn wir das hier noch mal eine Lage höher bekämen. Dann schaffen wir es vielleicht. Stehen, bleib stehen, gerade stehen. Das Problem ist, wenn das Konstrukt hier gleich kippen sollte, dann können wir komplett von vorne anfangen. Und jetzt die Leiter. Da oben drauf. Bitte halte, bitte halte, bitte halte. Reicht immer noch nicht. Okay, doch. I thought I've already seen everything. Okay, hier sieht es natürlich auch ein bisschen sauig aus. Pass mal auf, jetzt müssen wir aber erstmal zusehen. Because you fell from heaven. Genau, vom Himmel gefallen ist er. Lady's literally falling for him. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich noch genügend. Denn einer hier, ob wir das hier noch hinkriegen. Ansonsten können wir nämlich. Ja, super. Ja, richtig geil. Der ist auch jetzt eingesaut, so mit einem Schwamm. Und da müssen wir noch halt. Den Hochdruckreiniger verwenden. Ich hoffe, das reicht, um hier beim ersten Mal alles hinzukriegen und sauber machen zu können. Aber ich befürchte, das wird nichts. Wir dürfen dieses kleine Gejumpe gleich wahrscheinlich nochmal haben. Das gleiche dann das nochmal vor uns. Ja, das kriegen wir mit einem Mal nicht weg, Leute. Da können wir machen, was wir wollen. Das kriegen wir mit einem Mal nicht weg. Da müssen wir. Oh. Das waren 50. Wo haben wir hier noch was? Ach, guck mal, von hier. Von hier hätte man das vielleicht auch schaffen können, aber das scheint mir sogar noch höher zu sein. So, wie kriegen wir. Wie kämen wir denn nach da? So, keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ahnung. Nützt nichts. Wir müssen noch mal runter. Und wir starten, glaube ich, erstmal damit, dass wir die beiden restlich verbleibenden Leichen. Restlich hört sich immer so endgültig an. Ja, gut. Ist endgültig für die beiden.
Na, okay. Jetzt bist du eingewickelt. Nummer zwei. Mädel. Okay, das wäre erledigt. Damit haben wir zumindest keine Leichen und keine Leiche, dann kein Mord, ne? Von 19. Was sagt uns das, Leute? Wir wissen. Wir wissen, dass wir an das Bierfass nicht mehr rankommen. Ja, ich hab, Leute, ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung, wo wir hier die Geheimnisse entdecken können. Gut, Geheimnisse gab es in dem Sinn bisher zumindest noch nicht, ne? So, jetzt heißt's. Hat er den Eimer wieder automatisch eingepackt? Sag mal, hat er den Eimer wieder eingepackt? Nee, nee doch. Ach, der steht ganz woanders. Den müssen wir natürlich mitnehmen. So, der steht hier noch. Ach, so blöd es ist. Das müssen wir noch wegmachen können. Fragt sich nur, womit? Haben wir hier noch ein bisschen Wasser? Haben wir hier... Ah, der liegt da hinten. Okay, ich bin natürlich... So. Dann müssen wir den tatsächlich noch mal auffüllen. So, das wäre zumindest wieder sauber, das Zeug. Dann können wir den... Den einpacken. Hier gleich das Rest Blut wegwischen. So, das haben wir hier. Zurück zur Baustelle. Ist ein ziemliches Gelaufe, weil das Gelände halt recht weitläufig ist. Oh, Moment. So, hier rein. Dann wollen wir mal sehen, dass wir hier zumindest schon mal eine UV-Lampe hinstellen. So, dann sehen wir wenigstens die Reste. Beziehungsweise die restlichen Blutflecken.
eins habe ich natürlich wieder nicht gemacht und das war den Hochdruckreiniger nochmal aufzufüllen. Hier scheinen wir mit dem Schwamm ganz gut klar zu kommen. Der versaut auch gar nicht so, ne? Wenn ihr bedenkt, ich habe hier nur mit Reimwasser ausgewaschen und habe keine Reinigungsmittel für verwendet. Schien mir der Schwamm doch recht lange zu halten. So, okay. Blut aufgewischt, 100%. Müll 97%, heißt mal gucken. Hier wird eigentlich, sollte hier noch Müll sein. So, die packen wir uns ein. Den packen wir auch zurück. So, ansonsten lässt sich hier auch nichts mehr finden, ne? Das ist hier, das wäre da. Also, wie wären wir denn hier hochgekommen, Leute? Irgendeine Ahnung, wie man hier hätte hochkommen können? Ich weiß es nicht. Prozent Müll. So, die Leiter müssen wir natürlich auch wieder einpacken. Also ich sehe hier keinen Müll mehr. So, checken wir nochmal die Hütten. Hier ist clean. Oh, Leute. Leute, was? Das kann unsere Rettung sein hier. Dieses Teil könnte unsere Rettung, Rettung sein. Um hier doch noch die 100% zu erreichen. Okay, 19 von 19. Jetzt müssten wir nur noch gucken wegen Müll, weil irgendwo müsste noch Müll sein. Und da fehlt auch immer noch. Hier fehlt auch immer noch dieser eine Sessel. Das gibt's doch nicht. Ist auch kein Müll. Ich glaube, das wird das erste Mal, dass wir nicht die 100% bei der beim Abschließen der Aufgaben erreichen werden. Also ihr seht wahrscheinlich genauso viel wie ich, nämlich gar nichts.
Sagt mal, Leute, habe ich eigentlich die Taschenlampe noch gar nicht? Nee, ne? Na gut. Scheinbar ist dem nicht so. So, hier haben wir überall geschaut. Ich glaube, wir müssen uns mal die Taschenlampe besorgen, um auch so ein bisschen in die dunklen Ecken zu kommen, ohne dabei gleich die großen Lampen auszupacken. So, 97% Müll. Okay, da haben wir noch ein, verstecktes Stückchen. Und damit ist alles gesäubert. Okay, wir können den Tatort verlassen, Leute. Plop. Oh, wir könnten auch. Wir können auch Luftballons platzen lassen. Nee, macht da hier nicht. Bei dem anderen ging es ganz gut, bei dem schwarzen, aber hier nicht. Na gut. Gibt's denn noch? Gibt's keine Geheimnisse mehr? Gibt's hier keine Geheimnisse, Leute? Pass mal auf, wir machen so. Ich schließe die Aufgabe soweit ab. Bleib aber hier und warte auf eure Kommentare, sodass ich dann in der nächsten Folge tatsächlich gucken kann, wenn es hier noch Geheimnisse gibt, die ihr mir zuflüstern könnt, dann schauen wir uns die an. Ich mache einen kleinen Cut, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.